Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. In der vergangenen Woche starteten am Kampener Hauptstrand die großen jährlichen Sandvorspülungen. Am letzten Mittwoch fieberten viele hundert Fußballfans beim Public Viewing im Listerhafen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft mit. Die große Strandtreppe am Lister-Weststrand war im Februar in einem Sturm fortgespült worden. In den nächsten zwei Wochen wird die Treppe wieder aufgebaut. Beim Kitesurf Cup Sylt in Westerland warteten die Kitesportler in der vergangenen Woche auf den Wind. Am letzten Freitagabend fand im Buchhaus Voss in Westerland das jährliche Buchhauskonzert statt. Und am vergangenen Samstag wurde zum ersten Mal in Niebüll auf der Zufahrtsstraße zur Autoverladestation der Verkehr mit Absperrungen geregelt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Dienstag. Seit Mittwoch strahlt die Sommersonne wieder über Sylt und unsere Sylt-Gäste genießen im Strandkorb ihre freie Zeit. In Kampen gibt es in den nächsten Tagen eine zusätzliche Attraktion am Flutsaum. Am Fuß des Roten Kliffes begannen die jährlichen Sandvorspülungen in Kampen. Und so liegen Urlaubsfreuden und Küstenschutz nahe beieinander und die Sylt-Gäste erleben, wie ihre Lieblingsinsel wirksam geschützt wird mit Sand vom Meeresgrund, der nach Abschluss der Vorspülungen den Inselfuß und die Inselsubstanz wirksam und zuverlässig im nächsten Herbst und Winter schützt. 150.000 Kubikmeter Sand sind es in diesem Sommer in Kampen. So.
Es sollte ein Fußballfest werden am vergangenen Mittwoch. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wollte in das Achtelfinale der Fußball-WM in Russland einziehen. Auf Sylt war inselweit Public Viewing angesagt. Bei tollem Sonnenwetter sollte das Sommermärchen 2018 weitergehen. Im Listerhafen waren einige hundert Fußballfans zusammengekommen, um auf der großen LED-Leinwand, die dort steht, das Spiel zu schauen und gemeinsam zu jubeln und der Mannschaft die Daumen zu drücken. Allerdings stellte sich schnell Ernüchterung ein. 0:2 verloren die Deutschen gegen Südkorea. Das frühe Vorrundenaus war eine bittere Niederlage. Die Stimmung unter den Fußballfans in List war dennoch richtig gut. Das wunderbare Sylter Wetter entschädigte die Zuschauer. Im vergangenen Februar war in einem starken Sturm in Verbindung mit sehr hohen Wasserständen die große hölzerne Strandtreppe am Lister Weststrand schwer beschädigt und in großen Teilen weggespült worden. Momentan wird die Treppe wieder neu aufgebaut, um den Zugang zum Strand für die zahlreichen Sommergäste zu gewährleisten. In den vergangenen Wochen war der Strand an dieser Stelle durch Sandvorspülungen wieder aufgefüllt worden. Die Arbeiten an der Strandtreppe werden noch rund 2 Wochen andauern. In den vergangenen Tagen fand in Westerland der Kitesurf Cup Sylt 2018 statt. Bis einschließlich Freitag warteten die Kitesurfer allerdings vergeblich auf den richtigen Wind. Wertungsläufe konnten nicht stattfinden. Die Sylturlauber freuten sich umso mehr über das tolle Sommerwetter. Freitagabend fand im Buchhaus Voss in Westerland das große jährliche Buchhauskonzert statt. Der britische Folksänger Daniel Kamish war diesmal zu Gast auf Sylt und nahm sein Publikum mit in seine musikalische Welt. Daniel Kamishs tolle Stimme, die ausdrucksstarken Songs und seine starke Bühnenpräsenz begeisterten das Publikum. Mit seinem brandneuen 2. Studioalbum geht Daniel nun auf große Europatournee. Dem Voss-Team gelingt es immer wieder, tolle Künstler abseits des Mainstreams auf die Insel zu holen. Das Konzept, ein solches Konzert im laufenden Buchhausbetrieb mit Kunden und Publikum zu veranstalten, kommt seit vielen Jahren sehr gut an. Die tolle Atmosphäre des Abends war einmal mehr ein musikalisches Sommerhighlight auf Sylt.
Auch wenn es noch ein bisschen Zeit hat bis zum Winter und wir alle gerade den Sommer auf Sylt genießen, starten am 1. und 2. November die Voss-Winterkonzerte in Husum und in Westerland. Dort kommen dann wieder einmal im Monat Singer-Songwriter musikalisch zu Wort. Struggle to sleep sometimes at night, knowing that we'd not broke a fight. 'Cause I thought I was right, and you always thought I was wrong. Oh, babe, what we fighting for? Nach dem großen Verkehrschaos zu den vergangenen Pfingstfeiertagen bei der Sylt-Anreise hat die Stadt Niebüll Konsequenzen gezogen und am Samstag zum ersten Mal den Verkehr zur Autoverladestation mit Absperrungen geregelt. Der Verkehr wird allein über die B5 geleitet. Das Gewerbegebiet Ost in Niebüll kann nicht mehr als Abkürzung zum Kreisverkehr zur Ausfahrt Sylt genutzt werden. So bleibt dieser Bereich für die Kunden und Anwohner frei zu befahren, auch bei einem Stau vor der Verladestation. Auch der gerne genutzte Weg über den Peter-Schmitz-Weg bringt bei der Anreise nichts mehr. Am Kreisverkehr ankommend werden die Pkw zurück zur B5 geleitet und müssen sich wieder in die Zufahrt einreihen. Die Stadt Niebüll möchte mit dieser Verkehrsregelung ein Verkehrschaos im Ort Niebüll für die Einheimischen zukünftig verhindern. Viele Autofahrer sind regelmäßig bei Stau auf der Suche nach Schleichwegen zur Verladestation, die es aber nicht gibt. Die Syltreisenden sollten unbedingt auf die aufgestellten Hinweisschilder achten. Am Samstag zeigte sich das Sylter Wetter von seiner Bilderbuchseite. Sonne satt den ganzen Tag. Die Strandgäste hatten es am Samstagabend nicht weit bis zur Promenade. In der Musikmuschel in Westerland fand der Muschelrock 2018 statt. Drei Bands, die Bandless Bastards, You'll Be Mind und Wattenpack, traten Open Air und live auf. Mehr geht nicht. Tolles Publikum, unvergleichliche Kulisse, bestes Konzertwetter und gute handgemachte Musik. Ein tolles Musikevent, organisiert vom Verein Sylter Bands.